Moin, herzlich willkommen zurück zu der Freitagsausgabe Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch Vierfach Map ohne Gräben Version 1.3. So, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich denn hier Silo abkippen muss. Ist das beschriftet? Kann man das sehen? Ah! Bei welchem wäre? Nicht beschriftet, alles klar. Gut, dann nicht. Dann probieren wir es einfach mal auf gut Glück. Das sehen wir ja dann gleich. So, hier weiter rüberfahren. Und dann mal abladen. Okay, in der Mitte. Okay. Und noch einmal noch näher ranfahren. Will dann die letzten gleich auch noch holen. Jawohl. So. Das ist doch wunderbar. Oder mit dem auch dann gleich machen. Die da mal reinfahren. Eigentlich vorne mit dem Spiegel fest oder was? Unfassbar. Wo auch immer der eine jetzt hingeflogen ist. Habt ihr das gesehen? Irgendwo ist hier ein Ballen, aber mal komplett durch die Gegend gehüpft. Naja, mal gucken. Ja, die lasse ich da jetzt aber trotzdem so liegen. Weil ich damit im Moment so nichts anfangen kann. Jetzt muss man nur, wenn ihr irgendwo... Also der ist ja richtig im hohen Bogen hier durch die Gegend geflippt. Habt ihr das gesehen? Spektakulär. Also wenn die NASA jetzt irgendwie unbekanntes Flugobjekt sichtet, dann könnte das einer meiner Rundballen gewesen sein. Sehr krass. Also wirklich sehr krass, finde ich. Ja, ich befürchte, dass wir noch fast das ganze Wochenende hier mit den Ballen beschäftigt sein werden. Passt mir eigentlich auch nicht so ganz. Aber wenn es so sein soll, soll es so sein. Stelle habe ich alle befüllt. Die Kraftfutterfabrik hier habe ich mit Siloballen befüllt. Und jetzt werde ich dann die Siloballen hier mal stapeln. Nützt ja nichts. Kann ja nicht. Vielleicht sollte ich auch den Big M dann jetzt schon umschalten, weil, ey, wir haben hier so viele Ballen. Einsteigen. Den Fahrer entlassen. F1.
War denn das mit Wickeln? Ballenpresse anschalten. Ja, vielleicht soll ich die erstmal einschalten. Ballen wickeln. Nein. Ballen wickeln ist aus. Okay. Einfach einstellen. Ja, den einen wickelt er jetzt wahrscheinlich noch. Ja, ist klar. Danach sollte er aber eigentlich Gas geben. Weil er nämlich eigentlich nur noch Gras machen sollte. Und die macht er eigentlich recht schnell. Also zumindest schneller als hier mit 2 km/h. Seht ihr? Schon fährt er nämlich mit 20 km/h übers Feld. Nur noch zwischendurch mal kurz langsamer. Und alles ist gut. Schön. So, komm. Jetzt schauen wir mal, wo wir den hier hinbringen. Wo wir das hier abladen. Ja, können wir auch verkaufen, ne? Eigentlich. Einfach mal so. Habe ich ja noch nie gemacht. Pro verkauften Ballen. Kotte. Oh, das ist gut. Das ist gut. Kotte ist gut. Wunderbar. Ich gehe erstmal in den Shop und gucken, ob es da was gibt, was mich interessiert. Vom Kotte. So. Das machen wir doch jetzt mal. Jetzt gehen wir noch mal in den Shop. Kotte. Einfach nur Liter 22,5. Ja, ich glaube, das kaufen wir uns mal. Um einfach mal die Wasserversorgung. Ja, wobei, da reicht auch das hier. Und doch vielleicht noch etwas realistischer. Ja, gekauft, super. Wir haben ein neues Fass gekauft. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und jetzt gucken wir mal, wo denn die ich würde mich jetzt ja, ich rede in Bruchstücken, ich weiß. Guck mal, wo der Big M ist,
Weil dann hänge ich mich da nämlich einfach im Follow-Me-Mode ran. Aber der ist ja jetzt hier doch recht schnell, ne? Guck mal, hier ist schon, sind schon überall Grasballen. So rollt er hinterher. Und holt uns hier erstmal Gras rein. Ja, das geht doch gut. Läuft doch wie ein Länderspiel, kann man sagen. Was sagt denn der Krone selber dazu? Gut, das ist jetzt ein Opfer. Das muss man bringen. Da liegt jetzt mal ein Grasballen rum. Ist dann so. Der wird dann später mal aufgegabelt. Ja, wunderbar. Was können wir jetzt machen? Wir könnten jetzt sagen, einmal... Nee, machen wir noch nicht. Wir gehen zum Hof. Bringen da mal ein. Was machen wir damit? Damit fahren wir jetzt zum Händler. Wir kaufen das Kotte, holen das Kottelfass, was wir gekauft haben. Schau mal, was das so bringt. Das sieht aber schon ganz schön abgeranzt aus. Keine schöne Textur. Auch wenn es ein Sonderangebot war. So. Warum wollte ich jetzt noch nicht fahren? Mit meinem Güllefass, weil ich natürlich gerne hintereinander fahren wollte. Ah, schön, schön gedüngt, schön mit Öl. So, und hier irgendwo auf dem Feld wieder noch einer. Da. Wir stellen jetzt mal ein. So. Wie viel Gülle habe ich denn überhaupt noch? Wahrscheinlich habe ich gar nicht mehr viel, weil das Fass schon fast leer ist wieder. Doch, ist noch jede Menge. 65.000. Ah, da muss ich hinterher. Aber ich habe schon ganz gut Gülle hier verbraucht, das muss man schon sagen.
So. Ab. Ab zum Hof. Ja. Ist auch schon die letzte Folge vom Wochenende, wenn mich nicht alles täuscht. Heute ist Freitag, oder? Wir haben immer noch nichts. Immer noch nichts geschafft. Aber gut, die Felder, die wachsen. Produktionen laufen so vor sich hin. Und dann denke ich mal, haben wir das ganze Wochenende noch zu tun. Und nächste Woche fangen wir dann mit der Ernte an. Denke mal, das sollten wir so hinkriegen. Anders sehe ich das im Moment nicht. So, hier rum, Richtung Süden. Weiter geht's. Come on, come on. Juhu, einmal links rum, bitte. Und da ist schon das Feld. Wie gesagt, ich habe jetzt bei Fed im Stream, nein, nicht im Stream, im Let's Play gesehen, dass er einen Ackerschacht hier platziert hat bei dem Rinderhof. Hat er den nachträglich platziert oder war der schon sozusagen? Hat er den nur, also hat er den schon mit eingebaut oder hat er den selber dann nachträglich gekauft und platziert? Was ich ja auch immer mache, nur ich möchte jetzt ungern hier einen Dingenser kaufen. Ich möchte jetzt hier ungern einen Ackerschacht kaufen, wenn das nicht notwendig ist, ne? Weil, wird ja verständlich sein, denke ich mal. So. So. Der steht da. Der steht da. Da können wir den Follow Me im Ort rausmachen. Kann den Motor ausmachen. Ja, und eigentlich sind wir schon durch für heute. Aber. Ach, das ist ja schade, dass ich da dann gar nicht reinspringen kann direkt. Dass ich dann erst hier raus muss, mich überfahren lassen muss. Und dann kann ich hier reinspringen. Ah, ist auch noch nicht voll. Noch nicht ganz. Zwei Stück noch. Viele verpasst? Naja, nicht viele. Zwei. Gut, einmal Gras holen. Oder Gras zur Mischfutterfabrik bringen, mache ich jetzt. Und dann machen wir den Rest am Wochenende weiter. Wo kommt das denn rein? Hier in den ersten oder in den letzten? Mal gucken. Halt! Aber da mal rüber. Ja, das war schon nicht so schlecht. Naja, wie man es nimmt. So. Theoretisch war das.
war das doch ganz schön scheiße, was ich da gemacht habe. Jo, hier springen sie alle. Weg hier, aussteigen, Ordnung machen. So. Das geht hier ja mal so gar nicht. So, da bleibst du jetzt stehen. Du kommst mal mit. So. Der liegt ja auch da oben schön. So, wunderbar. Ich brauche ich hier mal weg. So, wo liegt denn hier noch alles rum? Alles liegt hier voll. Schlimm sieht das hier aus. Schlimm, schlimm, ganz schlimm sieht das hier aus. Hier liegt noch ein Siloballen rum. Aha, jetzt funktioniert auch meine Maus nicht mehr richtig. Na gut, okay, das soll es dann für heute gewesen sein. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar oder abonniert mich. Würde mich ziemlich freuen und noch mehr freuen würde es mich, wenn ihr morgen am Samstag wieder einschaltet bei unserer nächsten Folge Let's Play LS17. Und ja, ich sammle mal eben hier die Ballen auf hiermit, das geht ja auch. Kann man ja machen. Nein, man muss sie ja nicht von Hand aufsammeln. Und so. Dann packe ich die mal hier so neben. Ja, ich kann auch in die andere Richtung fahren. Mal gucken. Geht bestimmt schief. Nö, geht gar nicht schief. Geht nicht so schief, wie ich befürchtet habe. Naja. Gut, das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Egal. Ich habe mich von euch schon verabschiedet. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitag und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. In diesem Sinne sage ich mal ciao!